Einschätzung falsch gewesen. Wir sind zwar abgefahren bei Sonnenschein und jetzt hat es wieder angefangen zu regnen. Was aber das Positive ist, man muss immer das Positive sehen, die Scheiben sind jetzt dann auch wieder sauber. Ja, sieht sie das so. Wir haben so wahnsinnig schönen Morgen gehabt beim Aufstehen, dass wir jetzt einfach wieder Lust, so richtig Lust auf ein bisschen Regen gehabt haben. Und darum fahren wir jetzt ja, Richtung Göteborg und nehmen es halt, wie es ist. Ja, dort vorne, dort wo wir jetzt hergehen, dort wird es hell. Und wir sind immer gute Dinge. Wir kommen, Sonne, wir kommen. Ein schwacher Lichtblick am Himmel. Es ist blau oben drin, man sieht es. Wenigstens sind wir einigermaßen gesund. Wir haben ein bisschen Kratzen im Hals und ein bisschen Schnupfen, aber sonst geht es uns blendend. Und das will man noch mehr, oder? Willst du noch eine Waffe? Eine Waffe? Nein, danke. Die war echt zu viel. Es war eine riesige Waffe. Ich habe mich also schon ein bisschen überessen von der und ich glaube, in der nächsten Zeit esse ich keine Waffeln mehr. Ja, jetzt sieht man hier hinten schon die Burg. Und es regnet nicht mehr. Juhu! Die Festung ist aus. Die gehen wir jetzt anschauen. Das ist riesig. Das hat man nicht verstanden. Ja, jetzt gehen wir hier hinten, genau. Ganz wichtig, das Wohnmobil immer schön an die Sonne stellen, weil dann gibt es gratis Strom. Es ist extrem gross und mega gut erhalten. Wir haben hier ein paar Informationen auf Deutsch bekommen und es gibt sogar noch ein Quiz, wo man anscheinend auch noch mitmachen kann. Mal schauen, ob man das herausfindet. Ja, gehen wir mal rein. Das ist jetzt also die Festung Bohus. Die war 1308 an einem norwegischen König und erst 1536 dann in dänische Obhut kam. In schwedischer Hand ist sie erst seit 1658. Trotz 14 Belagerungen ist das Bohus nie eingenommen worden. Das ist sicher dort, wo man vor das Loch runtergeschaut hat. Es sind also hohe Tritte, wenn man denkt, die Leute früher waren ja sicher kleiner gewesen als wir heute. Also ich meine, schaut mal. Zeitweise haben von 100 bis 1000 Menschen hier drin gewohnt. Ihr seht hier, wir haben sehr hoch an dieser Burg parkieren. Und es ist recht hoch oben da und es ist mega windig. Menschen sind hier allerdings auch gefangen gehalten worden. Hier in dem Verlies im grossen Turm. Das ist 6 Meter tief und hat gar kein Tageslicht. Also die Kugel ist nicht so schwer, wie es aussieht. Das Kind kann die gut lupfen. Der Turm ist riesengroß. Hier haben wir noch Ritterausrüstung mit dem Untergewand, wo wahrscheinlich schon mega schwer ist. Da die verschiedensten Helme, je nachdem wahrscheinlich für was sie es gebraucht haben. Ritterausrüstung.
Geilste sind die Schuhe. Die Schuhe? Also die Leute müssen ja Riesenfüße haben. Der Sven macht jetzt etwas, was wir gar nicht wissen, ob er das darf. Und, wie fühlt es sich so? Gar nicht so schlecht. Eigentlich fast wie ein ähnlicher Helm, nur das hier stört ein bisschen. Und jetzt muss ich gerade noch ein Selfie machen. Der spacey Helm hier. Ja, den musst du jetzt deinen Kopf herheben. Huhu, siehst du mich noch? Guckuisch. Guckuisch. Aber ja, sie sind im Fall gar nicht so schwer, wie sie aussehen. Es hat kein Verbotsschild, also steht es auch nicht, dass man es nicht darf. Ah ja. Ah oh, je. Wir haben dich da schon zu Hause gestreckt. Ja, also ich muss sagen, mein Kopf hat da nicht reingepasst. Meine Augen sind irgendwie da oben gewesen. Ja, bei mir auch. Also die haben irgendwie ganz eine andere Kopfform gehabt. Oder wahrscheinlich durch das sind natürlich noch irgendwie Sachen unter dem Kopf gehabt. Weil das hast du ja sicher nicht direkt am Kopf gehabt. Das hat ja mega weh getan. Aber früher waren sie eben noch härte Siechen gewesen. Nicht heute wie heute. So Weichbecher. Die Sonne ist wieder da. Lässig. Ja, und hier unten, da war der Eingang. Genau, da sind wir hochgelaufen. Und dann hier rein. Und dann hier vorne. Der Ausblick, den die hatten. Sven wieder am Fötteln. In diesen Zeiten hat man es also auch idyllisch gehabt. Schöner See. Jetzt heisst es wieder Krampfen. Gell? Ja. So, steigen wir ein ins Bötli. Rüber. Okay. Jetzt geht's los auf dem Floß. Ja, und ich geniesse hier die Aussicht. Nicht so schnell. Man muss es können geniessen. Geniessen. Ja, schnappos. Ist doch gleich. Zu nicht rechnet es wieder. So, das ist schwer. Nein, aber es geht noch hast weiter runter. Hast du viel gegessen? So, du musst schön anparkieren. Jawohl, hoppla. Ja. Einfach, aber ein bisschen nass. Zack, auf die andere Seite. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt warten wir auf den Sven. Bis er mal fertig fotografiert hat. Oh, da tönt es dann geil da rein. Raus nach der Sonne. Heißt die Sonnenbrille.